Heute teste ich die Proteinquarkriegel in dieser Geschmacksrichtung hier. Also ich sage extra dieser, weil hier ist nicht angegeben, nach was es schmecken soll. Deswegen, ein Riegel wiegt 40 Gramm und kostet 39 Cent. Beim Geschmack war ich ein bisschen, ja, ich war positiv überrascht. Er schmeckt 1 zu 1, genauso wie der Belag beim Käsekuchen. Also überhaupt nicht nach Quark. Die könnten es genauso gut umbenennen in, ja, High-Protein-Quarkriegel in der Geschmacksrichtung Käsekuchen. Also sehr gut gemacht, finde ich. Und ja, schauen wir uns mal kurz die Nährwerte an. Also da haben wir pro Riegel 8,8 Gramm Eiweiß, 6,4 Gramm Kohlenhydrate und 7,6 Gramm Fett. Plombier hat auch in ihrem Sortiment einen Protein-Quark-Riegel. Dort sind die Nährwerte für die Geschmacksrichtung Schokolade schlechter als hier beim Lidl-Produkt. Also sprich, das Produkt von Plombier hat mehr Fett, Kohlenhydrate und weniger Eiweiß. Für einen Proteinriegel ist der Eiweißgehalt hier etwas niedrig mit 8,8. Also dort schwankt es normalerweise so zwischen 10, nee, zwischen 15 bis 20 ungefähr. Aber die Proteinquelle ist beim Proteinriegel meistens ein Kollagenhydrolysat, was minderwertig ist. Hier ist die Proteinquelle Speisequark, sprich viel Casein und ein bisschen Konzentrat. Danach kommt kakaohaltige Fettglasur, die besteht aus Ölpalme, Palmkern und Kokosnuss. Bei der Ölpalme muss man aufpassen, also wenn es stark erhitzt wurde, kann es krebserregend sein und für den Anbau werden Wälder in Südostasien zerstört, um, ja, um diese Pflanze da anzupflanzen. Also es ist schlecht für die Gesundheit und schlecht für die Umwelt. Dann kommt noch Zucker. Wir haben hier 2,8 Gramm Zucker pro Riegel und ja, 18 Gramm Fett. Ja, fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Emulgator. Das ist dazu da, dass man Fett und Wasser binden kann. Vanillearoma, Milcheiweiß, Süßungsmittel, Maltit. Bei Maltit muss man ein bisschen aufpassen, also dass man nicht zu viel davon nimmt, weil es kann zu Magenbeschwerden sonst führen. Und ganz zum Schluss, da haben wir einen Konservierungsstoff, der mir Kopfschmerzen bereitet, nämlich Kaliumsorbat. Da gibt es einige oder ja, einige Studien, die zeigen, dass es eventuell, es ist nicht hundertprozentig bewiesen, dass es eventuell krebserregend ist. Und ich normalerweise meide diesen Konservierungsstoff überall, wo es nur geht. Der wird sehr, sehr oft in Energy Drinks verwendet. Schade, dass sie es hier reingetan haben. Ja. Also zusammengefasst, das Ding schmeckt nach Käsekuchen. Man könnte es als eine Alternative sehen zu den gängigen, ja, gängigen, wie nennt man das, Schokoriegeln, sprich Twix, Mars und so weiter. Die haben auch ihre Sachen drin, die ja, gesundheitlich nicht so toll sind. Da ist, glaube ich, das hier das geringere Übel. Also es wäre auf jeden Fall eine Alternative zu den gängigen Schokoladenriegeln. Das ist so meine Meinung zu dem hier. Bis dann, Leute. Tschüss.